Sängerin, die wir alle kennen und schätzen. Es ist Wenke Mürre. Laut bellen alle Hunde, es heult der Schakal. Die Karawane zieht weiter. Es schauen zu späte Stunde die Geier ins Tal. Die Karawane zieht weiter. Der Mond, der über der Oase steht, denkt sich, die Welt ist död und große Tiere sind halt blöd. Und geht mal ein Reaktor in Russland zu Schutt. Die Karawane zieht weiter und schreibt auf ein Redaktor, die Welt geht kaputt. Die Karawane zieht weiter. Die Rüstung ist noch immer ein Geschäft, drum spricht man nicht davon, auch wenn so mancher Köter kläfft. Fleisch und wenig Verstand. Kamele, Kamele, die Nase in der Luft, im anvertrauten Duft, so latschen sie stur durch den Sand. Da ist ein Loch am Himmel, sie sehen gar nicht drauf. Die Karawane. Denn das Alarmgebimmel hält sie doch nicht auf. Die Karawane zieht weiter. Ein Hund, wer dich ja mir für schuldig hält, am Giftkollaps der Welt, denn schließlich bringt die Sache Geld. Kamele, Kamele, viel Sitzfleisch und wenig Verstand. Alles kann man kaufen, wer zahlt, der schafft dann. Die Karawane zieht weiter. Die Großen lässt man laufen, die Kleinen sind dran. Die Karawane zieht weiter. Aus Müll wächst eine Wüste ringsumher und Gift läuft in das Meer, doch große Tiere lernen schwer. Fleisch und wenig Verstand. Kamele, Kamele, die Nase in der Luft, im altvertrauten Duft, so latschen sie stur durch den Sand. Kamele, Kamele, viel Sitzfleisch und wenig Verstand. Hallo. Hallo. Wir gehen ein bisschen vor. Ein bisschen eine neue und andere Wenke. Ja. Ne? Ich meine, man wird ja auch reifer, kann ja nicht immer dasselbe machen. Nee. Aber trotzdem überraschend, ein Lied mit so einem etwas zeitkritischen Text. Ja. Wie kam es dazu? Nun dieser Satz von dem großen Vorsitzenden, die Hunde bellen, aber die Karawane zieht weiter. Und da haben sich so Michael Kunze, Text und Brun, Musik, so ihre Gedanken gemacht. Wer zieht denn da weiter und wer bellen? Also die Kamele ziehen weiter, ja, ganz stur, nicht wahr? Ja, und ich fand die Idee zu diesem Lied ganz richtig, nicht weil ich hier irgendwie Kritik ausüben will, das stört mich als Norweger gar nicht zu, Norwegerin. Wenn man so, das ist ja ein internationales Problem, ne? Die Meere sterben, die Robben sterben,
die Wälder sterben. Das Ozonloch. Ja, das Loch im Himmel, ja, wir werden verstrahlt und Gift am unser Trinkwasser und alles. Und wenn man da vier Kinder hat, dann muss man natürlich nachdenken. Und nun ist ja mein Job Unterhalter. Ich werde ja, möchte ja Freude verbreiten. Das hoffentlich tue es auch. Das Lied ist ja auch in der Musik und im Rhythmus sehr heiter, ja, aber gleichzeitig ein bisschen nachdenken. Ja, aber wie gesagt, als Unterhalter, das nehme ich sehr ernst. Ich werde das nie vermischen mit Demonstrationen oder Agitationen. Aber ich finde trotzdem, ein Sänger sollte nicht mal seine Stimme zum Singen benutzen, sondern wenn es auch mal braucht, auch mal zum Bellen. Ah ja, okay. Ja. Danke. Eine Sache muss ich noch, an sich war das ja so ein schöner Schlusssatz, ne? Da hört man auf. Aber eins muss ich doch sagen, wenn Sie nicht so viel in Deutschland sind, sind Sie ja ganz fleißig in Skandinavien. Ja. Und da gibt es so viele, viele Nightclubs und Plätze, wo noch fast wie in Las Vegas Show gemacht wird. Das gibt es bei uns ja gar nicht. Nee, das vermisse ich hier ein bisschen. Aber das gibt es bei uns. Dann macht man so 3-4 Monate en suite jeden Abend auf der Bühne. Richtige Bühnenshows. Richtige Bühnenshows. Aber jetzt sind Sie ja in Deutschland auf Tournee. Ja, ich gehe nächsten Monat mit einer Komödie, das heißt eine richtige Klamotte ist das, ein Lustspiel, wo ich 7 verschiedene Rollen spiele. Und ich glaube, das Publikum amüsiert sich sehr. Viele Verwechslungen und 21 Umzügen in 2 Stunden. Ui. Ja. Und mache ich auch nächstes Jahr. Kommen Sie auch nach Köln? Ja, Milowitsch Theater. Oh, ja, da sehen wir uns vielleicht. Ja, da komme ich doch mal. Freut mich. Ja? Und dann mache ich auch nächstes Jahr Sweet Charity in Skandinavien. So. Also, die Jahre sind also wer geglaubt hat, weil man sie nicht mal ganz so oft bei uns irgendwo aktiv sieht, sie war faul oder nicht mehr aktiv, der täuscht sich. Wir sehen natürlich nicht so viel, was in Skandinavien passiert. Umso schöner, dass Sie mal wieder da sind. Danke. Wenke Mürre, vielen Dank. Vielen Dank. Alles Gute.